Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, jeder muss seine eigenen Sünden tragen, anzunehmen bei der Anklägerin, in Reventred, an dieser Position. Vorquests waren, Opfern erleben, zurückgelassene Gräber und meine Stärken nutzen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest fingern. So, nach der Questannahme darf man hier diese Schwächblase anklicken. Und jetzt darf man ein bisschen abwarten, bis das Ritual abgeschlossen ist. Normalerweise kommen jetzt auch ein paar Gegner. Okay, die werden von den NPCs bekämpft. Aber ich... Ich habe die Quest schon mit einem anderen Charakter gemacht. Ich glaube, es kommen noch welche, die man selbst bekämpfen muss. Aber anscheinend ist das nicht so. Habe ich mich getäuscht? Dabei habe ich die Quest erst vor ein paar Tagen gemacht. Na gut. Ist wohl Schnellvergesslichkeit. Ich bin... Wohl kaum. Der Sündenstein gehört Quest ist noch immer nicht abgeschlossen. Kümmert euch darum. Jetzt aber. Quest ist abzugeben bei der Wandlegerin. In Ravendred. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr dieses Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. iZocke, Ende.